Eigentlich müsste hier noch jemand stehen. Ich bin jetzt hingelaufen. Ich hätte echt gerne mal gesehen, weil ich schon gucken würde, ob irgendwie draußen ist. Hätte mir ja gerne mal gesehen. Warte. Hast du so übel gut gemacht hier mit dem... Oh, jetzt bin ich wieder eingesperrt. Hier, da ist er. Okay. Ey, das ist aber so gut gemacht gewesen. Er hat wirklich Props an dich an der Stelle. Ja, er hat sich so eine Aktion gemacht, dass er noch reingehauen ist. Und mit dem Flash, das hat aber so gut gepasst. Man Flash sollte halt so machen, dass du nur eine Sekunde siehst, was vielleicht das sein könnte. Du solltest also nur so einen Bruchteil sehen, damit du dir vielleicht dir selber weiterhilfst. Oder die Presse ist Presse, der Psycho, der ist einfach ein Psycho. Der ehemalige Mörder könnte einen ein bisschen irritieren, aber der ist auch wieder genesen. Der Arzt könnte auch präzise Schnitte haben, aber so einen Haken sollte er nicht haben. Der Bürgermeister ist einfach nur Bürgermeister. Der Wächter hat auch nicht so eine Waffe. Der Invalid hat... Im Endeffekt hat er sogar... Der Invalid war jetzt auch nicht eingeplant. Der Geschäftsmann sollte einfach nur sketchy aussehen. Ey, Mann, es sollte entweder der Fischer oder der Fleischer sein. Der Fleischer ist halt so obvious. Ich wollte es halt nicht so obvious machen. Wenn der Zeuge, wenn da steht, dass er das entweder ein Fleischer ist, dann ist es ja meistens nicht der Fleischer. Ja. Ich denke mal, das war mein Level. Und also ohne Witz, du kannst jetzt mal zur Bewertung kommen. So. Ich bewerte. Die erste Kriterie ist. Kreativität. Gehen wir erstmal auf Aussehen. Okay, erstmal Aussehen. Wir gehen von mit 0 bis 3 Sternen bewerten wir, okay? Okay. Also, fürs Aussehen, gucken wir uns hier nochmal so ein bisschen um. Es ist alles schon mega gut gemacht, muss ich sagen. Hier drin noch die kleinen Details, hier einfach. Ja, das ist einfach safe, 3 Sterne. Das halten wir hier draußen mal fest. Erster Stern. Also, 3 Sterne nicht. So, für die, was haben wir jetzt noch für Kriterien? Spaß und Kreativität. Kreativität, 3 Sterne, brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Spaß, muss ich sagen, ich hätte mir jetzt wahrscheinlich mehr Spaß gemacht, wenn du nicht da gewesen wärst und mich so übelst irritiert hättest. Also richtig abgelenkt. Ja, aber ich meine, du hast ja ein paar Sachen übersehen, du bist ja reingegangen. Aber ich hätte mich du wolltest ja instant hier hochrennen. Du bist ja instant hier. Ich hab den Knopf davon noch gar nicht gesehen, mir wäre hochgesprungen. Ja, der Knopf soll ein bisschen getarnt sein. Spaß, machen wir 2. Okay, dann sind wir beim Endergebnis von 8. Fürs erste Level. Machen wir noch kurz ein Foto für ein Thumbnail. Und zwar nehmen wir dieses. Komm mal drauf. Ich hab's gerade, warte. Und das war das Thumbnail. Ja. Ich würde sagen. Gut, Alter, ohne Witz, mein Level ist aber so scheiße gegen deinen Sold. Ja, du hast ja wieder hoffentlich ein paar Ideen geholt. Nee, jetzt bin ich versichert. Ich beende das Level noch, wir können nachher noch einen. Okay, das war jetzt erstmal mein Level. Und ihr könnt ja mal eure Kritik schreiben, was hätte ich besser machen können, was hättet ihr am liebsten gemacht. Schreibt es einfach in die Comments. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns bei Dommies Level wieder. So, nun kommen wir zum Test von dem Level von meinem kleinen Bruder. Ich bin gespannt. Ich hoffe, es wird was Gutes, sonst werde ich richtig mad. Nein, Spaß. Ja, ich soll hier auf jeden Fall reinklippen. Das ist eine Bonusfrage hier. Ist dein Bruder nice? Ja. Also, wie alt ist Gabe Newell? Oh, das ist eine schwierige Frage. Ohne googeln. Und du sollst vielleicht erstmal die Bonusfrage machen, sonst wird es ein bisschen schwer, wenn du das Falsche drückst. Ich wette, es ist 53... Ne, es ist eine 60? Ne, was? Eine 50. 53. Oh, nice. Ich bin so gut. Okay. Was sagt der Zombie wirklich? God help me, why you? Ist voll schwer. Ja, was sagst du? Vollidiot. Gut, dass noch Kopfmord an war. Was war denn los? Er sagt doch so. Why, oh why.
Er sagt, God help me, sagt er. Okay. Er hat auch YOY gesagt, oder? War doch beides. Nein, God help me, sagt er. YOY sagt er nicht. Egal, ich geh weiter. Das ist nicht drauf genügt. Ja. Hab ich schon mal einmal verloren. Okay. Hast schon mal alles hochgejagt, ja. Was? Gobal. Auf den Gobel. Zwei gekreuzte AKs, goldene Sterne, die Erde mit zwei AKs dahinter. Geschafft. Das war's. Ja. Ehrlich jetzt. Ja. Okay, dann kommen wir mal zur Bewertung. Also, fangen wir mal an mit Spaß. Ich sag dazu einfach gar, ich sag nix. Ich muss einfach nur die Zahl erkennen. Ich geb dir mal eine faire Bewertung. Eins. Das ist schon mal Design, also Aussehen gebe ich dir, ja, das war. Ist, der Boden wäre eigentlich auch noch schwarz gewesen, wäre eigentlich so ein bisschen mehr Atmosphäre drin gewesen, aber. Ala, nicht mal nett. Da. Nice, zwei. Spaß und Aussehen, so Kreativität, naja, was war das jetzt? Kreativität kriegst ja, komm, du von ich mir. Ich fände die mit dem Zombie eigentlich schon kreativ gestaltet. Also das ist eine Frage leider. Da! Das waren meine Noten. So, ich habe 8 Punkte. Du hast... 4,5. Mach mal so, da ich das Level nicht richtig geschafft habe, muss ich einen Punkt noch dazu rechnen. Einfach mal so als spontane Regel. Bringt dir zwar nicht viel, aber ein Punkt. Ab sofort schon mal für die Nachwelt. Macht insgesamt 1, 3, 4, 5,5. Ich habe 8. Also, ich würde sagen, die erste Runde geht an mich, oder? Ja. Denk mal. Ja, ich habe halt... Beim nächsten Mal hast du hoffentlich ein besseres Level am Start. Ich muss dich irgendwie noch ein bisschen inspirieren lassen. Ich dachte, ich hatte coole Ideen, aber konnte nichts umsetzen. Naja. Gut, dann... Nächstes Mal, und du bist uns noch nächstes Mal einen Schiedsrichter holen, der noch irgendwie wertet. Weil ja, wird auf jeden Fall nächstes Mal noch wahrscheinlich einen Gast geben. Definitiv. Gut, ich würde mich freuen, wenn du eine Bewertung da lässt. Und würdest du noch irgendwas sagen, Dominik? Ja, warte.